Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Juliane, hier im Studio in Stuttgart. Ich bin Energielehrerin und zeige Menschen, wie sie über die Balance von Körper und Seele auf energetischer und natürlich auch alltäglicher Ebene gesünder werden können. Und in diesem Video geht es darum, dass du Probleme an den Beinen hast. Das fassen wir jetzt mal ein bisschen größer, also Füße, Waden, Knie und Oberschenkel. Warum? Weil das alles dem Erdelement zugeordnet ist und die Seelenthemen ungefähr die gleichen sind. Vielleicht hast du das Video davor schon angeguckt, da ging es um den unteren Rücken und dann dachtest du, ah ja, Gott sei Dank habe ich keine Schmerzen am unteren Rücken. Aber die Seelenthemen sind die gleichen oder die ähnlichen. Das heißt, von der Stärkung her vom Erdelement hier, das erste Energiezentrum, alle Themen rund um die Erdung und dass sich geerdet fühlen, Vertrauen haben und Urvertrauen stärken, spricht da genauso an. Ja. Aber natürlich fühlt sich's an den Beinen anders an. Es hat auch vielleicht hier und da auch andere Ursachen und wir können andere Übungen machen. Und deswegen dieses Video dazu. Wie immer, ich wiederhole mich, das sind energetische Tipps und Übungen. Das heißt also in keinster Weise irgendwie medizinischen Rat bei Beschwerden, akut wie chronisch, erstmal vom Arzt abklären, was da ist. Und wenn es eben so chronische Beschwerden sind, wo man die Ursache nicht so richtig erklären kann, dann sind wir von den Energien im Körper aus der Balance und dann müssen wir uns eben damit beschäftigen, wie und was wir von uns selbst heraus, vom Tun und vom Denken wieder in Balance bringen sollten und wollen. Also, nochmal zu den Beinen. Unsere Beine sind, also wenn man es ganz krass sagt, eigentlich nicht lebensnotwendig. Also Menschen können ohne Beine weiterleben. Sie sind trotzdem dem Erdelement zugeordnet und dazu kommt eben noch das Thema, willst du wirklich dahin gehen, wo du gerade hingehst? Ja, also es hat mit den Themen sich entwickeln zu tun, weitergehen, nach vorne gehen und ob der Weg eben zum Seelenplan, zum eigentlichen Seelenweg passt. Fangen wir mal bei den Füßen an. Da können es zum einen natürlich eher die Muskeln sein, an den Füßen selbst, an der Fußsohle, das Fußgelenk. Deswegen können wir da auch speziell Übungen machen und auch in die Erdung über die Fußsohle reingehen. An der Wade haben manche Menschen die Beschwerden, dass die Waden immer so ganz hart sind und durch diese Verhärtung, Verkrampfung irgendwann natürlich die Faszien auch anfangen zu schmerzen. Und bei den Knien ist es eben eher Arthrose, Arthritis, also die wirklich ganz, ganz langfristige Überlastung, die aber auch muskulär sein kann. Ja? Das kann über die falsche oder eben über die Anspannung von den Oberschenkeln, von den Waden herrühren, dass das Kniegelenk hier dauerhaft verzogen wurde. Und wie immer bei solchen chronischen, nicht spezifischen Beschwerden, musst du dich fragen, warum habe ich genau an dieser Stelle Beschwerden? Was will mein Körper mir hier sagen? Was will meine Seele über diesen wunderbaren menschlichen Körper mir hier sagen? Es ist kein Zufall. Nichts ist Zufall. Und wichtig ist, dass wir aus jeder Krankheit, aus jedem Beschwerden eben lernen. Dafür sind sie da. Ja? Sonst wäre das wirklich schade, wenn man umsonst da sozusagen leidet. Okay?
von daher biete ich dir jetzt mal ein paar Fragen an. Du könntest dich fragen, welche Haltung nimmst du zum Leben ein? Vertrittst du deinen Standpunkt? Du könntest fragen, befindest du dich auf dem Lebensweg, den du gehen willst, oder bist du davon abgekommen? Es gehört aber auch dazu die Frage, kann ich mich dem Fluss oder dem Weg des Lebens hingeben? Also folge ich dem, was passiert, oder stelle ich mich da dagegen und ramme meine Füße in den Boden? Das vielleicht als Inspiration erstmal so auf reflektierender Ebene. Jetzt würde ich dir gerne zwei Übungen zeigen, die für jeden gut sind. Es gibt natürlich viele, viele andere gute Übungen für die Beine, für die Füße, aber da solltest du einen Profi fragen. Also gerne auf mich zukommen in Stuttgart oder eben auch über Zoom online. Kann ich dir die richtigen Übungen sagen oder einen anderen Profi auf dem Bereich. Und dann machen wir noch eine Mentalübung zu dem Bereich, wo wir eben speziell auf Beine und Füße eingehen. So, wir fangen bei den Fußgelenken an. Dazu kannst du auf dem Boden sitzen, auf dem Stuhl, oder du kannst auch stehen, dann ist es ein bisschen mehr Balance. Es geht darum, dass wir unser Fußgelenk, was jeden Schritt steuert, dass wir das lockern und wieder in alle Richtungen komplett in 360 Grad bewegen. Wenn du da Beschwerden hast, solltest du es auf jeden Fall täglich machen. Bein in die Luft und das Fußgelenk wirklich ganz im Kreis umdrehen. Und es muss auch nicht schnell sein, keine Hektik hier, lieber langsam und beobachten, ist der Kreis auch rund oder gibt es da Ecken und Kanten drin. Und natürlich auch das andere Bein. Pro Seite 1 bis 2 Minuten. Und wir gehen nach oben zum Kniegelenk. Da ist es sozusagen die gleiche Bewegung. Wir wollen unser Kniegelenk
wieder bewegen. Wir wollen es kreisen, 360 Grad, dass hier das ganze Gewebe drumherum wieder ein bisschen lockerer wird und das Kniegelenk natürlich auch besser versorgt wird mit Lymphflüssigkeit. Schwierigkeit ist die, dass man automatisch immer den Fuß dann mit bewegt. Deswegen nimm dein Bein nach oben, lass den Fuß locker, halte am besten den Oberschenkel fest und kreise nur den Unterschenkel. Genau. Und das Spannende ist, ich habe wirklich genug Bewegung im Alltag und trotzdem hat gerade das Knie geknackt. Da verschiebt sich dann Gelenksflüssigkeit und es wird besser versorgt. Ja, also ich bewege nicht mein Oberschenkel, ich bewege nicht meinen Fuß, sondern hier aus dem Kniegelenk raus. Und die andere Seite genauso, auch in aller Ruhe 1 bis 2 Minuten. Jetzt noch eine Übung, die für die Waden und genauso auch für die Knie gut ist. Nimm ungefähr 1 Meter Abstand zwischen deinen Füßen und beide Füße schauen direkt nach vorne. Also nicht hier zur Seite kippen. Beide Füße schauen nach vorne und du bringst die hintere Ferse auf den Boden und dann leicht nach unten gehen, bis du eben merkst, dass die Wade schön gedehnt wird. Wenn es dir lieber ist, kannst du auch die Hände gegen die Wand stellen und hier in dieser Position und natürlich auch genauso in der anderen ungefähr wieder 1 bis 2 Minuten verharren. Thank you.
Jetzt möchte ich dir noch die Mentalübung zeigen, die gut ist für die Beine und für dein Erdelement, für das sich geerdet fühlen, wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Auch das gehört da dazu. Und da würde ich tatsächlich empfehlen, auf den Stuhl zu sitzen. Weil auf dem Stuhl können wir dann unsere Fußsohlen auf den Boden abstellen. Und genau das wollen wir. Wenn du kannst, dann richte dich hier auf. Also nicht so im Stuhl lümmeln, sondern aufrichten. Und gern auch die Hände auf die Oberschenkel platzieren. Wir haben sehr viel Energie in den Händen, sind sehr empfindlich hier. Und wenn wir die auf die Oberschenkel platzieren, bewusst, dann findet auch da diese Erdung und dieses Sich-Erden statt. Also Fußsohlen auf dem Boden, Hände auf dem Boden. Und gerne Augen schließen oder einfach auch auf den Boden schauen. Und versuch mal, die Aufmerksamkeit jetzt ganz auf deine Fußsohlen zu richten. Und mit ein bisschen Übung kann es sein, dass dann auch die Fußsohlen anfangen zu prickeln. Und wie du weißt, ist unser Geist ganz kraftvoll und stark. Und deshalb visualisieren wir jetzt in unserem inneren Auge, wie von den Füßen Wurzeln nach unten gehen, in die Erde hinein. Es funktioniert auch, wenn du nicht im Erdgeschoss sitzt, sondern in oberen Stockwerken. Es geht um diese Visualisierung und dann natürlich auch das Gefühl, das dann entsteht, wenn deine Füße geerdet und mit Wurzeln auf dem Boden stehen. Wenn es die Temperatur zulässt, auch gerne barfuß machen, hier wirklich Kontakt mit dem Boden herstellen. Und das wäre gut, wenn du ungefähr 5 Minuten machst. Kannst du dir dazu gerne auch Handpan oder andere Meditationsmusik organisieren und wirklich 5 Minuten in dieser, ja, letztlich meditativen Haltung mit Körperbewusstsein bleiben. Gerne
bei der 22-Tage-Selbstheilungs-Challenge mitmachen willst oder einfach einen Einzeltermin online oder vor Ort, dann schau einfach mal in dem Link unten und dann wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag. Viel Freude auch mit den Übungen, das ist auch wichtig. Das machst du ja für dich und freiwillig und für deine Gesundheit. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke.